In diesem Lehrvideo stellen wir Ihnen die Ermittlung der Korndichte mit Hilfe eines Kapillarpygnometers vor. Die Korndichte ρS setzt die Trockenmasse MD der Körner einer Bodenprobe ins Verhältnis zum Volumen VK, das von den Körnern der Bodenprobe eingenommen wird. Sie ist damit nicht zu verwechseln mit der Trockendichte ρD, die zwar auch die Trockenmasse MD der Bodenprobe berücksichtigt, aber diese ins Verhältnis zum Volumen V der gesamten Probe stellt. Die Korndichte ist eine Basisgröße und wird zum Beispiel zur Ermittlung des Porenanteils benötigt. Außerdem im Rahmen der Auswertung vieler Laborversuche, wie zum Beispiel zur Darstellung der Kornverteilungslinie mittels Sedimentationsanalyse oder im Rahmen des Proctor-Versuchs. Um die Korndichte ρS mittels Kapillarpygnometer zu bestimmen, braucht man ein Kapillarpygnometer mit mindestens 50 ml Volumen, einen Probenteiler, sofern die Probenteilung nicht per Hand erfolgt, Geräte zum Zerkleinern von Proben wie Mörser und Pistil mit weichem Abschluss, eine Waage, ein Trocknungsofen, gegebenenfalls einen Exsikator, in den die Probe nach der Trocknung eingestellt wird, um eine Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden, ein Wasserbad oder einen temperaturgesteuerten Versuchsraum, ein Thermometer, eine Vakuumpumpe oder ein Wasserentlüfter, der ein partielles Vakuum erzeugen kann, und destilliertes, entmineralisiertes oder deionisiertes Wasser, das als Kontrollflüssigkeit genutzt wird. Für den Versuch darf sowohl eine ofentrockene als auch eine feuchte Bodenprobe verwendet werden. In diesem Lehrfilm wird nur die Versuchsdurchführung an der trockenen Probe erläutert, die in der Norm als Verfahren A benannt ist. Für die Ermittlung der Korndichte an einer feuchten Probe wird auf Verfahren B in der Norm verwiesen. Die Bodenprobe sollte eine Trockenmasse von mindestens 10 Gramm haben. Bei Verwendung eines 50 ml Pygnometers darf das Größtkorn der Probe maximal 4 mm groß sein. Falls in der Probe größere Körner vorhanden sind, können diese zerkleinert werden oder es muss ein größeres Pygnometer verwendet werden. Vor dem eigentlichen Versuch werden zwei Referenzmessungen durchgeführt. Zunächst wird das trockene und saubere Pygnometer gewogen und seine Masse M0 notiert. Danach wird das Pygnometer vollständig mit der Kontrollflüssigkeit gefüllt, wofür in der Regel destilliertes, entmineralisiertes oder deionisiertes Wasser verwendet wird. Es wird dann für mindestens eine Stunde in ein Wasserbad eingestellt oder für mindestens 16 Stunden in einen Raum mit konstanter Temperatur. Die Temperatur wird notiert und der Flüssigkeitsspiegel der Kontrollflüssigkeit wird überprüft und gegebenenfalls durch eine Flüssigkeitsentnahme oder Zugabe korrigiert. Nach Ablauf gerade genannter Zeit wird das Pygnometer mit der Kontrollflüssigkeit gewogen und die Masse M1 notiert. Nun wird der eigentliche Versuch zur Bestimmung der Korndichte ρS durchgeführt, der auch aus zwei einzelnen Messungen besteht. Die ofengetrocknete Probe wird in das saubere und trockene Pygnometer gefüllt. Und anschließend die Gesamtmasse von Pygnometer und Probe als M2 bestimmt. Dann wird Kontrollflüssigkeit in das Pygnometer gegeben, bis die Probe mit 10 bis 20 mm bedeckt ist.
Falls Luft in der Probe eingeschlossen ist, muss diese durch mechanisches Bewegen, Erwärmen oder durch die Anwendung eines Vakuums entfernt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Bodenprobe vollständig im Pyknometer bleibt. Anschließend wird das Pyknometer mit Kontrollflüssigkeit aufgefüllt und entweder für mindestens eine Stunde in ein Wasserbad oder für mindestens 16 Stunden in einen Raum mit konstanter Temperatur gestellt. Die Temperatur wird aufgezeichnet und der Spiegel der Flüssigkeit kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert. Nach Ablauf der genannten Zeit wird das Pyknometer mit der Bodenprobe und der Kontrollflüssigkeit gewogen und die Masse M3 notiert. Um die Korndichte ρS der Bodenprobe zu bestimmen, muss die Trockenmasse MD der Bodenprobe ins Verhältnis zu dem Volumen der Bodenpartikel VK gesetzt werden. Die Trockenmasse MD im Zähler entspricht hierbei der Masse M4, die aus M2 minus M0 bestimmt werden kann. Das Volumen der Körner VK ergibt sich aus den beiden Termen im Nenner der Formel. Zur Ermittlung des Gesamtvolumens des Pyknometers werden die Referenzmessungen M1 und M0 verwendet. Von diesem Gesamtvolumen wird das Volumen abgezogen, das bei Füllung des Pyknometers mit Flüssigkeit und Bodenprobe von der Flüssigkeit eingenommen wird. Hierzu werden die Massen M3 und M2 herangezogen. Zur Bestimmung dieser Volumina wird die Dichte der Kontrollflüssigkeit ρL bei Prüftemperatur benötigt. Diese kann einer Tabelle in der Norm entnommen oder mit Hilfe einer dort angegebenen Formel ermittelt werden. Die hier gezeigte Formel für die Korndichte ρS gilt allerdings nur für den Fall, dass die Kontrollflüssigkeit bei allen Messungen die gleiche Temperatur und damit die gleiche Dichte ρL hatte. Bei abweichenden Temperaturen kann auf eine ähnliche Formel in der Norm zurückgegriffen werden. Das hier erläuterte Verfahren zur Bestimmung der Korndichte muss ein zweites Mal wiederholt werden. Bei einer Abweichung der ermittelten Ergebnisgrößen ρS1 und ρS2 unter 0,03 Gramm pro Kubikzentimeter wird der Mittelwert aus beiden Ergebnissen als Korndichte ρS dokumentiert. Bei einer größeren Abweichung müssen die Versuche wiederholt werden. Abschließend sei erwähnt, dass die aus Quarzkörnern bestehenden nichtbindigen Böden üblicherweise eine Korndichte von 2,65 Gramm pro Kubikzentimeter aufweisen, während die Korndichten von Schluff mit 2,68 bis 2,70 Gramm pro Kubikzentimeter und Ton mit 2,70 bis 2,80 Gramm pro Kubikzentimeter aufgrund unterschiedlicher Mineralogie etwas darüber liegen. Gehen wir nun einmal gemeinsam ein Beispiel zur Bestimmung der Korndichte an einer trockenen Bodenprobe durch. Es soll die Korndichte einer sandigen Bodenprobe bestimmt werden. Zunächst werden die Referenzmessungen durchgeführt. Die Masse M0 des leeren Pyknometers wurde zu M0 gleich 48,08 Gramm bestimmt. Die Masse des Pyknometers, welches vollständig mit Kontrollflüssigkeit gefüllt ist, zu M1 gleich 147,72 Gramm. Nach Einfüllen der Probe in das Pyknometer wird die Masse M2 von Pyknometer und Probe zu 98,08 Gramm ermittelt. Es wird die Kontrollflüssigkeit zugegeben und das Pyknometer die erforderliche Zeit temperiert und anschließend die Masse M3 gleich 178,65 Gramm ermittelt. Nun sind alle notwendigen Messungen erfolgt und die Korndichte ρS kann mit hier aufgeführter Formel ermittelt werden. Die Trockenmasse MD der Bodenprobe entspricht der Masse M4, welche sich aus der Masse des Pyknometers mit der trockenen Probe M2 abzüglich der Masse des Pyknometers M0 zu 50,0 Gramm ergibt. Weiterhin wird die Dichte der Kontrollflüssigkeit ρL benötigt. Diese ist abhängig von der Temperatur der Flüssigkeit, die in diesem Beispiel 27,4 Grad Celsius beträgt. Mithilfe einer Tabelle, die die Norm zur Verfügung stellt, kann die Dichte ρL zu 0,996 Gramm pro Kubikzentimeter ermittelt werden.
Das Volumen der Körner Vk ergibt sich aus den zwei Termen unter dem Bruchstrich. Mit dem ersten Term wird das Gesamtvolumen des Pykonometers über die Formel M1 minus M0 durch Rho L ermittelt, mit dem zweiten Term das Volumen, das bei Füllung des Pyknometers mit Flüssigkeit und Bodenprobe von der Flüssigkeit eingenommen wird und aus M3 minus M2 durch Rho L berechnet werden kann. Mit den im Versuch ermittelten Massen M0 bis M3 und der Dichte Rho L der Flüssigkeit bei 27,4 Grad Celsius ergibt sich eine Korndichte Rho S von 2,611 Gramm pro Kubikzentimeter. In einem weiteren Versuch am gleichen Boden wird nach gleichem Vorgehen anschließend eine Korndichte Rho S von 2,638 Gramm pro Kubikzentimeter ermittelt. Da die Abweichung dieser beiden Korndichten kleiner als 0,03 Gramm pro Kubikzentimeter ist, ist der Versuch gültig und muss nicht wiederholt werden. Für die Bodenprobe ergibt sich daher die Korndichte Rho S aus dem Mittelwert der beiden Werte zu 2,624 Gramm pro Kubikzentimeter. Damit liegt der bestimmte Wert etwas unterhalb des Erfahrungswertes für Sand. Sie haben in diesem Lehrvideo gesehen, wie die Korndichte einer trockenen Bodenprobe mit Hilfe eines Kapillarpyknometers bestimmt wird. Zur Verwendung einer feuchten Bodenprobe wird auf die Norm verwiesen. Die Korndichte wird bei vielen weiteren Laborversuchen als Hilfsgröße benötigt und stellt damit eine sehr wichtige Basisgröße dar.